Welcome back, friend. Dankeschön. Und damit herzlich willkommen zu Fable Dome. Einem erneuten kleinen Aufbauspiel. Ist wieder ein Early Access Titel. Diesmal von einem ganz kleinen Entwicklerstudio aus Schweden. Zwei Männer arbeiten daran. Oder zumindest zwei Menschen. Ich weiß nicht, ob es Männer sind. Two-Man Project stand zumindest dabei. Wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Another story. Noch eine neue Geschichte. Naja, ist meine erste eigentlich. Ich habe nur das Spiel schon mal gestartet. Ich habe mal ganz kurz einmal reingeladen. So, okay. Und da können wir uns jetzt irgendwie so eine Karte aussuchen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen schauen, was ist das hier? Ne? Also hier gibt es ein Seed. Den kann man immer machen. Normal und kreativ. Wir bleiben auf normal. Kreativmodus möchte ich jetzt nicht. Ein ganz normales Spiel eigentlich. Und das ich jetzt schon mal gesehen habe, man kann da jetzt so ein bisschen draufklicken. Und hat da dann hier oben so reiche Informationen, Reichgröße, groß, Berge wenig, Ozean mittel und Wald normal. Ich würde gern von Bergen und Wald beides so normal haben. Reichgröße mittel, aber Reichgröße dürfte ruhig groß sein. Gibt es denn groß, gibt's, ist das höchste, ne? Ja, okay. So ein bisschen ausgewogenes Ding, vielleicht machen wir nochmal einen neuen Seed. Fand ich jetzt auf jeden Fall, sah ganz schnuckelig aus. Und so ein bisschen neue Aufbauspieler eben so ein bisschen anprobieren, da bin ich immer dabei. Das sieht doch gut aus. Wir haben Ozean auch wohl groß, aber Reichgröße ist groß, Berge normal, Wald normal. So, ich bin ein Prinz und ich suche nach, ja, ist mir eigentlich egal, aber ich suche auch von mir aus nach einer Prinzessin. Und mein Name ist Magus. So, dann starten wir mal. Dankeschön, Dankeschön. So, was geht jetzt? Ein Geschichtsbuch. Once upon a time it goes, a story told of love and woes. Das ist süß gemacht. The kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess you. Discover, conquer, daring do. Remember, friend, 'tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, 'tis an art. But don't neglect your spirit's heart. Okay, auf Englisch reimt sich das zumindest. War, these lands ignited, shall ever after be united. Now go. Be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy. Das ist schön. Alles klar. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, das wird jetzt noch mal ein bisschen anders als das letzte. Also zuletzt hatten wir Terrascape gezockt. Das war ja schon ganz anders als normale Aufbauspiele. Ich glaube, das hier ähnelt eher einem Siedler, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe nie einen Siedler gespielt. Ich bin ja eher so ein Anno-Typ. Ein Anno-Holiker. Also Anno habe ich bis zum Gießen gezockt. Gut, dass es gerade kurz Wasser abstürzen war. Ich dachte gerade so, oh. Ich glaube, ich muss neu aufnehmen, aber nee, ist alles gut. So, erste Schritte. Hier gibt es zumindest ein Tutorial. Bewegt die Kamera mit WASD oder indem ihr die rechte Maustaste gedrückt hält? Okay, ja, ich mache beides hier und da mal. Zoomt mit Mausrad oder K näher. Nee, das mache ich mit Mausrad. Alles klar. Und dreht die Kamera, indem ihr mittlere Maustaste drückt und die Maus bewegt. Ja, alles klar. So, jetzt haben wir hier unser kleines Reich. Achso, beanspruchen, okay. Our kingdom du began Siete. With little more than a humble laborer's hut. Now, where did that go again? Ja. Und also, darf ich doch mal vorlesen? Okay, wo waren wir stehen geblieben? Nein, darf ich nicht. Alles klar, okay. So, wir müssen unser Reich jetzt langsam erstellen. Wir haben jetzt Jahr 1, Frühling 2. Das ist wahrscheinlich der Tag oder so. Ich mach mal kurz Pause, wenn wir uns das hier alles mal ein bisschen anschauen können. So, wir haben unten Ziele stehen. Auf geht's. Dafür kriegen wir, glaube ich, wieder so 10 Goldmünzen, wenn ich das schaffe. Wenn ich es richtig sehe. Baut eine. Baut eine.
Also baut 5 Schotterstraßen. Okay, das, die Übersetzung ist noch nicht perfekt. Baut 5 Schotterstraßen, baut eine Arbeiterhütte und weist einen Arbeiter zu. Ah, okay. Hier ist es mit Arbeiter zuweisen. Bei den einzelnen Dingern. Baumenü. Okay, was haben wir dann hier? Das ist die Arbeiterhütte. Arbeiter errichten neue Gebäude, solange die dafür benötigten Materialien zur Verfügung stehen. Beschäftigt 2 Landsmänner oder auch Bürger. Okay, das ist alles, mir sagt mir alles noch nichts. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Sowas gibt es auch oder alles? Okay, da gibt es einfach noch mehr. Okay, das ist ja klein. Ich dachte, das wäre schon größer. Kann ich das auch drehen? Ja, ich kann auch rein theoretisch drehen. So, wir haben hier wahrscheinlich erstmal unsere paar Waren. Aber wo wir sowas jetzt hinklatschen, ich habe noch gar keine Ahnung. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man das erste Mal spielt. Ich würde es jetzt erstmal hier einfach in die Ecke packen. Da ich noch nicht weiß, wo am besten. So, Arbeiter zuweisen. Ich packe hier mal einen rein, auch von mir aus auch 2. Wie kann ich Straßen bauen? Hier, Straßen und Brücken. Okay, Schotterstraße. Ich mache hier mal so einen Weg lang. So. Nee, nochmal. Ups, nee, ich mache das auch nicht richtig. So, so. Kann ich das auch komplett verbinden? Oder ist vorbei? Nee, kann ich. Okay. Muss es sogar. Also da war gerade so ein kurzes Zeichen, so beanspruchen. Wir machen mal Play wieder. Können die vielleicht auch schon mal irgendwie anfangen. Baut ein Gehöft. Hier habe ich ein Gehöft. Das ist, glaube ich, so eine Butze. Würde ich jetzt mal sagen. Wir können ja hier so ein paar Häuschen nebeneinander machen. Was ist das jetzt hier? Bearbeitungsmodus. Okay. Zum Platzieren. Was willst du? Baut ein Gehöft. Baut 2 Gehöfterweiterungen im neuen Garten. Weist dein Familienoberhaupt zu. Was wollen die denn jetzt? Dies ist die erste Wohnungsstufe. Perfekt für die ländliche Gegend. Hier wird ein Familienoberhaupt benötigt, damit alles glatt läuft. Platziert alle Ausrufezeichen benötigten Erweiterungen, um mit dem Bau zu beginnen. Benötigt ein Fundament. Fundament haben wir hier. Okay, das kann ich hier irgendwo hinbauen. Ach so. Ah, ich verstehe. Okay, warte. So muss man das machen. Okay, die Häuser sind doch viel größer, als ich dachte. Dann können wir hier doch nicht so viel hinklatschen. Warte mal, kann ich das vielleicht auch nochmal wegmachen? Kann ich das mal wegreißen? Nee, kann ich nicht, glaube ich. Dann baue ich das trotzdem mal hier hin. Ich hätte es gerne jetzt auch einmal verschoben nach links, damit wir hier diesen Weg weitermachen können. Aber hey, dann ist hier gleich mal ein bisschen eine Kurve drin. Obwohl, wir können es eigentlich immer noch machen. Ja, ich hätte auch den Garten hier entziehen können. Was ist das hier immer? Dieser Tropfen da. Ich würde sagen Eingang, oder? Sieht so ein bisschen nach dem Eingang aus. Da ist auch die Tür. Zumindest. So, und da sollen wir jetzt auch noch ein Familienoberhaupt machen. Hoferzeugniserweiterung. Diese Erweiterung produziert die Ressource Hoferzeugnis. Hoferzeugnisse können nur von den Bewohnern des Gehöfts gegessen und nirgendwo anders gelagert werden. Okay, die machen sich sozusagen selbst ihre Nahrung im eigenen Hof. Sehe ich das richtig? Wäscheleine. Yippie! A head of household is required for the homestead to operate smoothly. Now, make sure one has been assigned, won't you? Okay, ich nehme mal John Lopez. Okay, wie mache ich das? Haushalt verwalten. Bei mir überhaupt ist ja schon. Richard Martinez ist der. Okay, und John und William sind normale Arbeiter einfach. Übersicht, Erweiterung. Da können wir sowas machen. Na egal, ich lasse das jetzt erstmal. Das können wir schon mal beanspruchen. Bereitet euch auf Neuankömmliche vor. Baut einen Brunnen, schließt den Bau von 2 Gehöften ab und heißt die neuen Fabelinge willkommen. Okay, wir sind Fabelinge. Interessant. Wir sollen einen Brunnen bauen. Wir haben jetzt noch ein paar mehr Sachen. Ich würde sagen, unter das hier unverzichtbar. Ein Brunnen. Okay. Der hat einen Radius, wo drin der greift. Das ist schon mal interessant. Den könnten wir dann hier hinsetzen. Obwohl, vielleicht auch eher hier so hin. Ich weiß auch nicht, wie ich die Straßen bauen möchte. Aber ich weiß schon mal zumindest ein bisschen, wo ich die Häuser hin platzieren möchte. Aber wir haben hier irgendwie so einen Stein. Da denke ich mal, werden wir auch noch ein bisschen was hinbauen. Deswegen würde ich sagen, wir packen unser Haus oder unsere Stadt jetzt erstmal hier hin. Machen wir es mal so.
Dann einmal Streets. Könnten... Ja, du. Ich hoffe, der Wagen verschwindet da irgendwann nochmal. Irgendwie mache ich das mit den Straßen noch nicht richtig. Muss so machen. Irgendwie. Und dann so. Aber der nimmt den nimmt er nicht mehr. Ach so, dann ziehe ich danach weiter. Ah, verstehe. Ah, den hat er trotzdem gebaut. Okay, verstehe doch noch nicht. So, dann würde ich sagen, vielleicht können wir hier einen Weg lang machen, obwohl... Also ich habe den extra so platziert, dass wir hier noch einen reiterischen Haus lang machen können. Aber das passt mir eigentlich gerade gar nicht, dass es hier auch noch so ein bisschen da dran dickt. Sieht aber interessant aus. Ein bisschen weird eigentlich, wenn man bedenkt, dass das Fahrspuren sind. Aber passt schon. Trotzdem ist es dementsprechend so ein bisschen out of raster. Deswegen finde ich es eigentlich ganz hübsch. So, ein Holzfällerlager. Ah ne, das dürfen wir noch nicht. Wir müssen uns erstmal hier so ein bisschen Sachen richten. Oh, es gibt Dekorationen, wie cool. Okay, man darf hier anscheinend schon ein bisschen hübsch bauen. Großes Schild mit Pfeil. Oh, okay, das ist echt ein großes Schild. Kleines Plumpsklo finde ich geil. Okay, so, baut einen Brunnen. Und schließt den Bau von 2 Gehöften ab. Das sollen wir natürlich auch noch machen. Gehöft. Dann platzieren wir hier nochmal 2 Gehöfte. Ich würde sagen, wir packen hier direkt mal eins hin und machen hier nochmal einen Garten drum. Bauen. Das kostet auch immer 55. Wir haben 380. Ein bisschen was können wir noch bauen. So, und dann vielleicht hier auch noch eins. Jetzt die Frage, oder soll ich das lieber hier vorne einmal hinpacken und dann gehen wir hier so eine Straße rum? Vielleicht, wenn es was Größeres gibt, dann hier vielleicht, keine Ahnung, ob es eine Kapelle oder sowas noch gibt oder eine Taverne oder so. Das kann dann vielleicht dahin. Da, und dann könnten wir hier noch 2 Häuser hinmachen. Ich finde es, glaube ich, ganz gut so. Machen wir das mal so. Bauen. Das dürfen dann die Arbeiter auch noch fertig machen. Ich hoffe, das Ding verschwindet da irgendwann, wenn wir ein eigenes Lager vielleicht haben. Ich frage mich, an welches Spiel mich das erinnert. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich ein Spiel im Kopf, was so ähnlich sich am Anfang anfühlt. Mal abgesehen davon, dass es vielleicht so wie Siedler sein soll. Keine Ahnung, wie Siedler ist. Aber ich habe schon mal solche Spiele gespielt, wo das ähnlich so ist. So, einen Bauernhof haben wir hier, aber das dürfen wir alles noch nicht. Okay, es gibt hier doch schon recht viel zu bauen. Also das hier könnte tatsächlich ein bisschen länger dauern als ein... Ruin. Okay, da ist was kaputt gegangen. Das würde ich gerne erkunden. Begegnungen. Im ganzen Reich sind verschiedene Begegnungen verteilt. Diese Begegnungen können nur mit eurem Helden erlebt werden. Achso, wo ist denn mein Held? Wäscheleine wurden angefertigt. Achso, die machen das auch selber. Okay, ich wollte das jetzt noch nicht platzieren. Ich dachte, mir wird das bestimmt beigebracht. Guck mal, der hat sich selbst ein Plumpsklo hinten im Garten gepackt. Hier kommen unsere ersten Newcomer. Solange du deine Population glücklich hältst, mehr wollen sie join. Solange es Raum gibt, natürlich. Willkommen, willkommen. Welcome, welcome. Okay, hier sind jetzt ein paar Leute gejoint. Ach nee, hier oben. Wir dürfen die auch alle ruhig willkommen heißen. Wir haben anscheinend noch 9 Kapazität und wir sind gerade 4 und jetzt sind wir 6. Nee, jetzt sind wir 5. Nee, jetzt sind wir 6. Okay. So, dann können wir es beanspruchen. Nächstes Ziel. Oh, das fände ich super toll. So, zum Anfang erstmal um reinzusteigern, so ein paar Ziele hier einfach zu haben. Den Bauernhof. Baut einen Bauernhof, pflanzt 30 Gemüsepflanzen und weist einen Bauern zu. 30 Gemüsepflanzen. Ist das so wie bei Anno? Dass man da so ziehen kann? Das finde ich auch ganz cool. So, ich würde den Bauernhof jetzt... Oder ist es eigentlich irgendwie... Was ist das denn? Oh mein Gott, das sind Schweinchen mit Flügeln. Wie süß sind diese Pigs? Ich hoffe, sie werden nicht getötet werden. Das kann ich noch nicht versprechen. Also eigentlich will ich das nicht. Die sind ja super cute. Können wir die irgendwie adoptieren? Ich will die als Götter verehren. Okay. So, ich will einen Bauernhof haben. Da wir gesagt haben, wir bauen hier unser Dingens hin, würde ich es im ersten ein bisschen weiter wegmachen. Aber wenn es eine Holzfällerhütte gibt, das haben wir doch schon irgendwo gesehen, ne? Hier, Holzfällerlage, würde ich das lieber dahin haben. Auch wenn man sagen muss, wir haben hier noch eine Gebietsbegrenzung, die echt klein ist. Fällt mir noch nicht so. So, ich packe hier meinen Bauernhof hin. So, Pflanze Kürbis können wir machen.
Hier ist Weizen. Wächst mit der Zeit, solange ein Bauer dem Bauernhof zugewiesen ist. Wächst nicht im Winter. Sammelt Gemüse und nach 14 bis 16 Tagen völlig ausgewachsen. Ist das wieder so ein Game, wo der Winter richtig tödlich sein kann für mich? Kann ich mir gut vorstellen, ne? So, ist das hier dann auch das Richtige? Woran sehe ich das, wie viele Felder ich gerade habe? Ich habe 5 mal 8, aber minus 4. 36 und ich soll 30 Gemüsepflanzen anbauen. Ja, da habe ich auf jeden Fall genug. So. Da sind ein paar Dinger weggegangen, aber ist doch schon mal schick. Das gefällt mir. Da dürfen wir noch einen Bauern zuweisen. Wie mache ich das? Diese Bauarbeiten sollen Priorität haben. Nee, das meine ich nicht. Vielleicht muss ich erstmal warten, bis es fertig gebaut ist. Okay, so 6 von 9. Ich würde ganz ehrlich noch ein bisschen, noch ein Gehöft mehr oder sowas platzieren wollen. So, jetzt haben wir hier schon eine Straße drum. So wollte ich das haben. Wir sollten hier noch Gehöfte dran bauen. Vielleicht übertreibe ich damit gerade auch. Wir können ja mal so den mal so machen. Ich lasse erstmal ein Gehöft. Wir müssen ja nicht komplett übertreiben. Ich hoffe mal, das funktioniert auch so. Ich meine, die Straße ist ja nicht mehr drin, aber wir brauchen ja irgendwie keine Leitung unter den Straßen, ne? Jetzt nicht so ein City Skylines oder sowas. Das wird übrigens auch unbedingt Let's Played. Wenn das im Oktober rauskommt, City Skylines 2, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Das Let's Play ich auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. So, hier setzen wir einen Bauern rein. Reicht auch ein Bauer oder muss es mal zwei sein? Wo sehe ich denn so eine Übersicht an Leuten? Mal gucken, ob mir das noch erklärt wird. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute wir insgesamt haben, beziehungsweise zugeteilt haben. Eigentlich haben wir da zwei und da ein, oder? Mehr nicht. Also wir haben drei Leute Arbeit und sechs oder noch weitere drei sind arbeitslos, oder? So, jetzt sollen wir Holzfällerlager. Perfekt. Baut ein Holzfällerlager und weist dann Holzfäller zu. Okay. Jetzt die Frage. Ich würde am liebsten ja da bauen, aber ich weiß nicht, ob er auch auf der anderen Seite hier das abreißen kann. Ich würde ihn aber gerne hier hinten haben. Anstatt da. Keine Ahnung, ich finde diese Location hier eigentlich ganz gut für den. Ich setze ihn mal dahin. Bauen. Und dann setzen wir hier noch so eine Straße lang. Und dann kann er dahin. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch was finden. Ganz bestimmt. So. Der baut hier seinen Salat an. Mit seiner dicken Nase, die sehen ja super cute aus. Also der Stil gefällt mir richtig gut. Finde ich richtig schön so. Genauso muss ein Aufbauspiel irgendwie aussehen. Ich meine, klar, ne, sowas wie Anno oder sowas. Hammer, ne, dass es so aussieht. Aber wenn das hier von zwei Leuten kreiert wurde, sieht das so echt schön schön aus. Okay, es regnet jetzt auch. Sowas gibt es also auch und es ist auch wirklich alles nass, also bestimmt auch ausschlaggebend für Ernte und sowas. Oder vielleicht jetzt auch noch nicht, ist ja auch noch alles Early Access. Aber die spielen bestimmt noch damit. So, jetzt haben wir den Holzfäller. Der darf hier schon mal anfangen. Mal gucken, ob er auch dann dementsprechend hier die Bäume fällt oder ob das hier vielleicht ihm auch alleine schon reicht. Vielleicht braucht er auch noch gar nicht so viel Wald. Sehr schön, wenn er auch was Neues pflanzt hier an der Stelle. Und wenn nicht, dann kann hier später, weiß ich nicht, so ein Sägewerk oder so hin. Lagerstätten brauchen wir. Platziert der drei Dekorationen. Oh, uns wird sogar gesagt, wir sollen dekorieren. Alles klar, let's go. Dekorieren, da bin ich sofort dabei. Obwohl ich noch nicht weiß, wie. Es kostet alles 5? Nee, hier kostet was nur 2. 2, 2, 2, okay. Huch, was ist das? Achso, drei verschiedene Blumen. Ah, okay. Und dann auch nur so eine Seite. Kann man aber nicht hier so halb auf dem Weg. Oh, wir haben heute zwei Besucher. Aber wo ich jetzt hier... also ich habe hier so wenig Platz. Irgendwie sehe ich gerade gar keine Dekoration. Bin ich ganz ehrlich. Was ist das? Zypresse ungepflanzt. Ach so, kann man auch. Nee, ich möchte hier schon gepflanzte. Da eine hin. Und da eine hin. Und dann setzen wir hier schon mal eine Straße durch. Mal gucken, ob wir vielleicht hier wirklich irgendwie eine Kirche hinmachen können. Oder eine kleine Kapelle oder so. Bin ich mal gespannt. So, das sind schon mal zwei Sachen. Und dann
Keine Ahnung, wir können hier vielleicht für mir aus auch noch irgendwas hinmachen. Das sind so Dreier. Das ist jetzt noch nicht so. Obwohl, wir könnten vielleicht zwischen dem Haus und dem Haus, das hier hinkommt, mal sowas machen. Dann haben wir hier auch ein bisschen Deko. So, Dekoration habe ich geschafft. Kriegen wir ein bisschen Gold wieder. Verdient 200 mit Steuergeldern. Okay, das dauert noch ein bisschen. Nächste Zahlung in 5 Tagen. Okay, Steuern, das ist ein langwieriges Ziel. 29 von 200 haben wir momentan. Und wir kriegen nur alle 5 Tage die Zahlung. Okay, dann brauchen wir echt noch länger für. Örtchen. Erreicht das Bevölkerungsmeilen... erreicht den Bevölkerungsmeilenstein Örtchen. Alles klar, dazu müssten wir noch ein bisschen größer werden. To see how many days are left until the next arrival, hover over the population icon at the top of your screen. Alles klar. So, nächster Meilenstein ist Örtchen. Auf 10 Leute müssen wir da kommen. Müssen wir noch einmal abwarten. Und die nächsten kommen in 7 Tagen. Und bis dahin müssen wir auf jeden Fall nochmal ein neues Gehöft gebaut haben. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das vielleicht irgendwie hier hin klatschen möchte und dann den Garten hier hinten. Nee, es sind 5 Felder, die Garten sein müssen. Dann vielleicht so. Ist auch doof. Weiß ich jetzt noch nicht so recht. Eigentlich hier ein Ding jetzt hinzuplatschen ist voll doof, weil wir dann hier gar nicht mehr richtig hinkommen. Also muss mindestens hier nochmal so eine Straße lang. Sonst geht das gar nicht. Na? So, auf jeden Fall. Aber auch eigentlich bis hierhin. Da müssen wir hier noch ein bisschen mehr Deko hinklatschen oder so. Ich möchte hier auf jeden Fall dann so einen richtigen langen Weg dran haben. So. Dann kann der hier auf jeden Fall hin. Ups, so rum. Der kann... Hä? So, ja, geht doch. Apfelbaum? Wird der abgerissen? Oder kommt der da gleich hin auf das Gehöft? Kleiner Hühnerstall. Nee, ich glaube, der gehört dazu. Okay, der baut sich so einen kleinen Apfelbaum an. Das ist interessant. Oh, hier. Holy shit, Alter. Die ganzen Kürbisse. Das sieht gut aus. Ganze Kürbis. Ja, okay. Das ist alles hier schon gelesen. Festungsanlagen, Militär, Annehmlichkeiten, Taverne. Aha. Unverzichtbar. Taverne, Straßentheater, Puppentheater, okay. Ah, hier. Diese Funktion wird später im Early Access verfügbar sein. Okay, guck mal. Es gibt auch noch nicht so viel. Es wird also vielleicht doch ein bisschen kleiner. Aber ja, doch, ist schon nicht schlecht. Bis zum Krankenhaus können wir kommen. Ein Marktplatz und eine Botschaft. Holy shit. Okay, okay, okay. Man sieht schon ein bisschen, was so kommt. Bin gespannt. Bin vor allem gespannt, wie das jetzt so läuft mit Gebietsvergrößerung und was passiert, wenn wir sowas hier bekommen. Hier ist auch noch so Sachen. Sieht ein bisschen weird aus gerade, die Grafik. Sieht irgendwie besser aus, wenn man ein bisschen mehr herangezoomt ist. Okay, so, wie lange brauchen die noch? 2 Tage. Die bauen hier aber auch noch dran, ne? Achso, ich muss auch noch drücken bauen. Ups, war mein Fehler. Das habe ich auch noch nicht gebaut. Okay. Ich bin blöd. Muss ein bisschen aufpassen bei sowas. So, die bauen hier fleißig. Ne, das sind die Holzfäller. Das sind meine Bauarbeiter. Okay, Gemüse. Wird mit Bauernhof gesammelt. Stellt 10 Sättigungen wieder her. Die Lebensmittel reichen für ungefähr 68 Tage. Kann man denn irgendwie sehen, wie viel der so herstellt? Nicht so wirklich, ne? Also bestimmt kann man das irgendwo erkennen. Ich würde gerne sehen, wie viel ich gerade produziere und wie viel verbraucht wird. Ob das jetzt Minus oder eher Plus ist. Ob der eine Bauer auf diesem großen Bauernhof denn ausreicht, um das alles zu machen. Kann aber noch wohl noch einen zweiten zuweisen. Aus wie auch ein Holzfäller. Oder? Ging das jetzt nicht? Keine verfügbaren. Okay, krass. Heißt ein von 2 willkommen. Nee, ich möchte gleich beide willkommen heißen. Ich warte noch mal ganz kurz.
Das stellen die ja gerade her. Dann kann ich beide wohl reinholen. Es sind jetzt gerade 8 von 9. Und jetzt 8 von 12. Plus 2. Sehr gut. Meilenstein erreicht. Ach du liebe Güte, so viele mutige Farblinge haben schon ihr Leben in unseren Hände gelegt, dass wir uns als Örtchen bezeichnen können. Von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 5 Münzen an die Familienkasse. Was? Von nun an rechnet eure Familie? Also bedeutet das, dass die Leute 5 Münzen mehr Steuern zahlen müssen oder wie? Ressourcen, ihr habt 50 Münzen erhalten, dankeschön. Eine Taverne können wir bauen. Ein Ort, an dem man nach getaner Arbeit entspannen kann. Ist nur ein Betrieb, wenn das Lager mit Lebensmitteln gefüllt ist. Ist nur in Betrieb, nicht ein Betrieb. Dann ein Steinlager. Steine werden von angrenzenden Steinvorkommen gesammelt. Sobald das Vorkommen erschöpft ist, verliert es seine Funktion. Okay, das ist eine endliche Ressource. Kohlenmeiler. Kohle kann zum Heizen von Häusern und als Brennstoff für die Produktion verwendet werden. Okay, sowas kenne ich dann auch. Getreidespeicher ermöglicht die Lagerung von Nahrung, was besonders im Winter nützlich ist, wenn die Ernte gering ausfällt. Das bedeutet aber nicht nur Getreide, sondern auch generell Nahrung, weil hier Lagerung von Nahrung steht. Auch wenn es ein Getreidespeicher ist, gehe ich davon aus, dass auch Kürbisse drin gelagert werden können. Vielleicht eher in diesem Schuppen hier. Und da ist ein Getreide drin oder so. Und wir haben einen Förster, sorgt dafür, dass neue Bäume gepflanzt werden. Nachdem ein Baum gefällt wurde, nutzt das Gebiet des vorhandenen Holzfällerlagers. Okay, also können wir hier dementsprechend einen Typen hinsetzen, der Sachen pflanzt. Dann passt das. Nöte, Hundehütte sogar, okay. So, beanspruchen wir das nochmal. Hier sammeln wir fleißig unsere Steuergelder. Und jetzt müssen wir gewerblich werden. Wählt ein Holzfällerlager aus, um eine Försterei zu bauen. So. Das ist jetzt ein Modul, der Förster. Ah, und der gehört da ran. Ach, nice. Okay, das gefällt mir. Da können wir nicht hinbauen. Dann setzen wir den mal dahin. Wählen dafür den einen Baum. Hoffentlich wird er auch gut verwendet. Will's hoffen. So, dann baut ein Steinlager. Wo haben wir sowas denn hier? Steine werden von angrenzenden Steinvorkommen gesammelt. Müssen wir erstmal gucken. Achso, das muss da richtig rein. Okay, verstehe. So zum Beispiel. Ich würde es am liebsten andersrum haben. Biegeln kann ich nicht, ne? Oder halt so machen. Nee, das passt dann lieber so. Können wir nämlich jetzt perfekt noch einen Weg lang machen. Steinlager. Wird das schon gebaut? Muss ich das nicht? Das muss ich nicht bestätigen. Okay, interessant. Baut ein Steinlager und baut eine Lagerstätte. Annehmlichkeiten. Das ist eine Taverne. Getreidespeicher. Das ist das aber auch nicht. Normal. Auch nicht. Ressourcenspeicher. Holzfäller, Lagerstätte. Achso, das hatten wir schon mal gesehen. Das ist tatsächlich nicht das. Interessant. Okay, eine Lagerstätte. Warte mal, ich muss mir das kurz durchlesen. Lagert gewerbliche Ressourcen an dazu gehörigen Grundstücken. Erhaltungskosten 5 Münzen, beschäftigt 2 Landsmänner oder 2 Bürger. Lagert gewerbliche Ressourcen. Ja, das sagt mir jetzt nicht so wirklich was, ob das jetzt hierhin gehört eher oder in die Stadt gehört. Ist das eine Lagerstätte, die eher in der Stadt gehört oder ist das so generell Holz und sowas? Ich glaube, ich platziere es einfach mal hier so. Vielleicht können wir hier noch mehr hinbauen. Ich mache das mal so. Aha. Guck mal, wir müssen das sogar vergrößern. Das wäre perfekt für 4 gewesen eigentlich. Und den jetzt zerstören nochmal. Das machen wir nochmal neu. Okay, das ist sozusagen 4 groß. Ich glaube, dann platziere ich es doch hier hin. Oder... Ja, der hat schon einen großen Radius. Wir könnten es auch hier hinten hin platzieren. Nur dann, ich möchte es gerne an diese Kreuzung hier haben. Das ist schon important, glaube ich. Ich glaube, ich möchte es trotzdem hier haben. Ich mache das aber so. Ich glaube, ich finde das so am schönsten. Okay, wir müssen überall bauen bestätigen, wenn wir halt zusätzlich Module damit machen. Verstehe.
Ab dann muss man das nochmal bestätigen, weil man erst die Module setzt und dann nochmal das Baum bestätigt. Ich finde diese Zypressen hier zwischen echt ganz hübsch. Hier könnten wir auch noch ein bisschen Deko hinmachen, wenn wir irgendwas haben. Jetzt nochmal ganz kurz hier planen. Wenn hier noch weiter, würde ich vielleicht sogar sagen, hier gehen wir runter. In die Richtung. Hier passt ja noch ein Haus hin und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein Haus hinbekommen. Und dann bauen wir hier schön alles voll. Und hier hinten kommt dann eher so, vielleicht kommt hier auch mal eine Taverne hin, mal schauen. Und da hinten vielleicht immer noch die Kirche oder so. Aber das müssten wir dann auch hier das freischalten wahrscheinlich, weil hier nicht mehr so viel Platz ist. Eisenvorkommen, okay. Aber das Gebiet möchte ich wahrscheinlich gar nicht claimen, weil hier ist nur Wasser. Obwohl, vielleicht gibt es ja auch gute Sachen für Wasser. Fischer oder so. Könnte auch cool sein. Was mich jetzt gerade auch ein bisschen beunruhigt, ist hier sau viele so Erhebungen und Plateaus. Da baue ich ja ungern. Aber ich kann auch, wie das bei dem Spiel so ist. Hier ist ein Wasserfall. Okay, gucken wir mal. Was ist hier los? Achso, der musste erstmal Holz hinbringen. Lagerstättengrundstück wurde fertig gebaut. Super. Hier haben wir schon mal gewerblich alles geschafft. Verwaltungskurs. Wählt über das Übersichtsmenü ein Farbeling aus. Weist über das Übersichtsmenü ein Farbeling einem Arbeitsplatz zu. Okay, wie öffne ich das? Übersichtsmenü. Wo habe ich denn? Hier oben habe ich noch ein Menü. Screenshot-Menü, Feedback und Fehler, Pausenmenü. Aber so richtige Menüs habe ich hier doch gar nicht. Doch hier unten. Baumenü, Übersichtsmenü. Okay, das ist auch gerade alles aufgeploppt, glaube ich. Hier habe ich das, was ich gesucht habe. Henry Cosimo. Bedürfnisse, Zufriedenheit, 53, Wohnaktivität plus 3. Aber der sagt mir nicht, was scheiße ist. Ach so, der hat Hunger, oder wie? Oder ist Hunger gerade grün, also ist gut. Ja, genau, hier ist es gerade schlecht. Der hat Hunger und der hat nichts. Aber es ist eigentlich noch genug da, Junge. Es steigt auch, offensichtlich. Die können noch mit. Arbeitsplätze. Steinlager. Status schlecht. Arbeitslose Arbeiter. Wir haben noch zwei Arbeitslose. Dann packen wir hier einen rein. Wir packen hier einen rein. Das ist jetzt alles gelb. Wir könnten also noch ein paar Arbeiter mehr gebrauchen. Dass gerade die Leute gerade angekommen sind. Sind das jetzt schon meine Arbeitslosen gewesen? Sonst waren alle beschäftigt. Ist ja übel. Dass ich für alle Leute Arbeit habe. This can't be right. It seems you got a letter from a secret admirer. Odd. Well, I suppose there's no accounting for taste. They're just joshing. You can open it by clicking the letter icon at the top center of your screen. You will let me know if there's anything good. Wir haben einen Brief erhalten von Winifred. Oh, Winifred, hallo, mein Schätzelein. Liebster Prinz, mein strahlender Ritter, in diesen verhängnisvollen Zeiten sucht selbst das Herz eines Kriegers nach einem sicheren Hafen. Meine Marschellen sagen mir, dass euer Gebiet fruchtbar und leicht zu verteidigen ist und dass ihr selbst recht muskulös seid. Ja, natürlich. Ordentlich Muckis. Vielleicht wäre ein Bündnis angebracht zwischen Herz und Schwert. Beweist euch mir, Winifred, die Kriegerprinzessin. Okay. Alles klar, Winifred. Das ist ein richtig tollen Namen. Nenn dich dann Winnie. Übersichtsmenü ein Farbeling aus. Das habe ich noch gar nicht gemacht anscheinend. Wie wähle ich den denn aus? Auswählen. Aha. Kürzliche Gedanken. Das ist ja so wie bei dem alten Rollercoaster Tycoon noch. Ich bin so froh, dass normale Brunnen so nah an meinem Haus geöffnet wurde. Ich bin so froh, dass Plumpsklo so nah an meinem Haus geöffnet wurde. Ja, das ist aber eure Entscheidung gewesen. Hier ist ein kleiner Hühnerstall und so weiter. Aber da können wir dann tatsächlich gucken. Kreatorien, okay. Da können wir mehr machen. Können wir tatsächlich gucken, ob die zufrieden sind oder was. Und was heißt das hier? Ja, okay. Aber die kürzlichen Gedanken sind alle cool bei denen. Der hat noch gar keine kürzlichen Gedanken. Der denkt einfach gar nicht. Ich bin Richard Lopez. Ich denke nicht. Beanspruchen. So, kauft ein neues Gebiet. Okay, Territorien. Alles klar. So, 100 kostet das. Alter, wir haben 138 gerade mal. Okay, wir haben hier 7 mal Fisch, 37 Bäume,
und ein Eisenvorkommen. Hier haben wir natürlich 87 Bäume, natürlich überall mehr als da. Dafür aber eine Ruine, ein kleines Steinvorkommen und Schweineherde, was cool ist. Hier haben wir Roland Rindmann. Hä? Ist das das hier? Bäume natürlich und große Steinvorkommen. Und hier hatten wir einfach nur ganz, ganz viele Bäume und ganz viel Fläche und ganz viel Platz. Das hier würde ich noch nicht nehmen. Das hier finde ich sehr interessant mit diesem Roland Rindmann und dem großen Steinvorkommen. Hier finde ich die Schweine sehr interessant. Hier haben wir ganz, ganz viel Abwechslung. Und das hier würde ich ehrlich gesagt nur nehmen für das für Fisch. Und das Eisenvorkommen später vielleicht, ne? Aber ich würde tatsächlich erstmal hier hingehen. Weil hier haben wir diese Schweineherde. Mal gucken, was wir damit machen können. Wir haben Ruinen, dann können wir das mal schauen. Und wir haben noch mehr Bäume und noch mehr Steine. Nehmen wir doch erstmal das hier. So, beanspruchen. Baut eine Taverne und weist einen Schankwirt zu. Ich glaube, dafür haben wir noch nicht genügend Leute, bin ich ganz ehrlich. Aber wir können zumindest die Taverne mal bauen. Wo haben wir sowas denn? Hier haben wir noch den Getreidespeicher, den habe ich noch gar nicht gebaut. Den brauche ich ja für den Winter irgendwann mal, ne? Könnten wir hier hinsetzen. Aber will ich das? Eigentlich will ich das Ding mal langsam weghaben. Damit ich hier meine Straße langziehen kann, hier am Wegesrand. Dann könnten wir nämlich das eher hier hin klatschen. Oder so. Das fände ich eigentlich ganz gut. Das wäre auch okay. Oder hier hinten. Können wir auch machen. Wollen wir das ganz ranpacken oder wollen wir noch einen Platz für Straße lassen? Ich glaube, ich lasse einen Platz für eine Straße noch. Pack das mal hier hin. Ich möchte das gerne mal haben. Damit wir jetzt schon mal anfangen können, da so Sachen reinzulagern für den Winter. Ich möchte, dass wir den Winter überstehen können.